Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eyes. Grüß Gott. Ich will heute über eine Make-up Factory Kollektion reden. Ja. Der hat es mir nämlich richtig angetan. Die habe ich auf der Schulung kennengelernt. Was für eine genaue Schulung das war, werde ich euch einmal in einem Vlog-Video erzählen, weil ich habe da eine gute Nachricht, die ich euch unbedingt erzählen will. Und da lasse ich mir aber noch Zeit und erzähle das dann im Vlog-Video. Sonst sprengt das jetzt da in Rahmen. Also, ich habe auf der Schulung eine Kollektion kennengelernt, die Matt Wanted heißt. Ich kann euch da auch ein Foto zeigen. Ich werde euch jetzt nicht alle Fotos von der Mappe zeigen, weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt darf. Aber die Kollektion ist ja eh schon draußen, also dürfte das eigentlich nicht so der Problemfall sein. Aber ich zeige euch mal das Bild davon. So sieht der Aufsteller dann auch aus mit diesem Foto. Ich weiß, Make-up Factory kennt vielleicht nicht jeder. Ich kenne es noch von früher, weil ich hatte damals mal ein Lipgloss. Dann einen pinken Nagellack, den habe ich sogar noch. Und der sieht so aus. Ich glaube, ich habe auch einen grünen gehabt, aber ich glaube, den habe ich weggeben. Das war so ein ganz, ganz heller grüner. Ich glaube, den habe ich aber damals weggeben. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Und ich fand damals die Lipgloss so toll, habe mir dann aber nichts mehr gekauft, weil die diesen Lipgloss auflassen haben, den ich so gern gehabt habe. Und das ist auch schon ewig her. Ihr dürft mich gar nicht fragen, wie lange das her ist. Auf jeden Fall ist es schon sehr lang her. Aber ja. Und jetzt eben war ich auf dieser Schulung und habe eben die Produkte wieder kennengelernt. Auch ich habe vor kurzem noch die Theke geputzt, also die ganze Theke, und habe auch die Produkte ein bisschen kennengelernt. Und jetzt gibt es halt eine Kollektion, die mit matten Produkten ist. Und ich will euch da, ich zeige euch da ganz kurz, was es da gibt, falls ihr Interesse habt. Also es gibt jetzt Lip Creams, die matt sind. Da hatte ich auch gestern eine Farbe drauf, finde sie wunderschön. Einen roten habe ich drauf gehabt. Es gibt zwei Farben, die mich interessieren, aber ich habe so viele Sachen, dass ich dann doch keine gekauft habe. Dann gibt es matte Lippenstifte. Die sehen so aus, da gefallen mir die zwei Farben so gut. 14 und 21. Dann gibt es matte Blushes. Da habe ich auch einen, den zeige ich euch dann im Video auch. Da gibt es nämlich vier. Und von den, ja, Lidschatten gibt es auch. Habe ich komplett vergessen, dass die auch gibt. So vierer Lidschatten. Und Solo-Lidschatten, also Mono-Lidschatten heißen die, glaube ich. Ach Gott, ich will ein Beauty-Junkie sein und habe den Namen vergessen. So, da habe ich auch zwei Farben. Ich habe die beiden Farben da am Rand, die beiden. Die würden mich auch noch interessieren. Die anderen beiden finde ich jetzt nicht so schön, die zwei. Oh Gott, die beiden, aber die in der Mitte finde ich wunderschön. Das sind so Grüntöne. Und das ist alles matt. Also es ist wirklich alles matt. Und die Kollektion finde ich wirklich, wirklich schön. So, jetzt wisst ihr mal, wie die Kollektion heißt. Und das hab ich habe das Video vorher versucht zu drehen und habe vergessen zu erwähnen, wie die Kollektion heißt. Ja, von der Kollektion habe ich jetzt drei Sachen hier. Ich habe das Video schon gedreht, deswegen ist da eine Lidschatten auspackt. Und ich habe auch das Amu geschminkt damit. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe das Amu damit geschminkt und den Rouge, das Rouge benutzt. Und ich habe auch mitgefilmt extra für euch, damit ich euch die Sachen eben zeigen kann. Und dass ihr mir, ich kann nicht reden mehr, damit ihr sehen könnt, wie ich die Sachen benutzt habe und wie sie sich verarbeiten lassen. So, als allererstes, ich habe noch eine cremige Base darunter benutzt. Und zwar von MAC, dem Paint Pot in Taylor Grey. Werdet ihr jetzt sehen, gerade wie der ausschaut. Ist schon ziemlich benutzt, wie ihr sehen könnt, weil ich den sehr, sehr liebe. Am Anfang habe ich mir den ja andrehen lassen und war nicht so begeistert davon, aber ich finde ihn jetzt gar nicht mehr so schlecht und bin froh, dass ich ihn doch genommen habe letztes Mal. Ja, also ich habe halt zwei MAC-Produkte benutzt. Zu den anderen sage ich am Schluss noch was, zu denen was ich benutzt habe. Den finde ich auf jeden Fall urschön, den Creme, also den Paint Pot von MAC. Und drüber habe ich den Lidschatten von Make-up Factory, den 57. Der ist nämlich sehr hell und auf der Schulung habe ich gemerkt, dass der so hell ist, dass man ihn kaum am Lid sieht. Also habe ich mir gedacht, ich benutze die dunkle Base drunter. Mit einer schwarzen wäre es vielleicht noch besser gewesen, aber ich wollte jetzt nicht so übertreiben. Ich wollte schon, dass man ein bisschen die Farbe auch sieht. Also wie sie wirklich ist. Und deswegen habe ich nur diesen grauen Ton genommen und da kommt, finde ich, die Farbe auch schon schön raus. Also ich finde es wirklich, wirklich schön. Und ich finde, es passt auch zusammen, die zwei Farben auch. Von der Konsistenz her sind die wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr weich. Also, ich habe euch die gar nicht geswatcht in dem Video, kann ich euch jetzt mal zeigen. So sieht er aus. Also, der ist wirklich
Die Konsistenz ist so, so butterweich. Ich glaube, man wird das nicht sehen. Oh ja, man sieht es ein bisschen. Er ist halt wirklich sehr, sehr hell, der Lidschatten. Wirklich, wirklich sehr, sehr hell. Also man sieht ihn halt kaum, finde ich jetzt. Also wenn man jetzt keine dunkle Base drunter benutzt, schaut auch schön aus, dass ich das Tuch genau wieder dahin lege, damit ihr das sehen könnt, oder? Ja, also ich finde von der Konsistenz her sind die richtig butterweich und das finde ich urtoll bei denen. Und sie lassen sich auch schön verteilen, für dass das matte Lidschatten sind. Da habe ich nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. So, kommen wir zu der nächsten Farbe. Die Farbe kann ich überhaupt nicht beschreiben, das ist die Nummer 63. Natürlich auch matt, das heißt, die Kollektion ist nur matt. Und auch so butterweich wie der helle, also wie die 57, jetzt weiß ich nicht mehr die Farbennummern. Und sie haben auch Namen auch, aber die sind so kompliziert, außer dieser Pale Rose ist leicht zum Aussprechen, aber den ich euch jetzt gerade zeige, habt ihr den Namen gesehen. Der ist so richtig, ich finde, das ist ein Bordeaux-Lila. Also ich finde ihn wunderschön. Ich kann ihn euch auch swatchen. Die Konsistenz ist so, so butterweich. Also habt ihr die Farbe auch in Diegelchen gesehen. Und so sieht die Farbe eben am Finger aus. Ich kann ihn euch auch swatchen. So auf der Haut lässt er sich nicht schön verteilen. Aber am Lid, weil der betont halt auch die Rillen jetzt. Aber am Lid ist er wirklich schön. Also am Lid finde ich ihn toll. Ich habe ihn ja auch drauf. Ihr habt ihn auch gesehen, wie ich ihn... Er lässt sich für einen dunklen, matten Lidschatten lässt er sich wirklich schön verteilen. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem gehabt, den zu schichten oder zu verblenden. Da war überhaupt kein Problem. Ihr werdet es auch im Ende dann sehen. Also im Endergebnis, wie ich dann fertig geschminkt bin. Ich finde, der hat sich wirklich schön verteilen lassen. Ich hoffe, ich habe das überhaupt aufgenommen, ich glaube aber schon. Also ich finde, er hat sich wirklich schön verteilen lassen. Da gab es überhaupt kein Problem, den zu verblenden. Und ja, und das Endergebnis zeige ich euch auch jetzt schon mal. Also ich finde, es betont meine Augen, weil ich habe eben von MAC noch was Rotes da reingeschummelt. Das zeige ich euch gleich. Es betont wirklich schön die Augen, finde ich. Und ja, ich finde, die lassen sich so schön verblenden und ich bin ein richtiger Fan. Und ich überlege auch, ob ich mir die zwei grünen noch kaufen soll, weil die waren ja die Geschenke von der Schulung. Aber ich überlege wirklich, ob ich mir noch die zwei grünen kaufen soll. Ja, als hätte ich zu wenig Lidschatten, aber was soll's. Ja, und zu denen, was ich unten am Wimpernkranz habe, das habt ihr auch im Video ein bisschen, glaube ich, gesehen, jetzt verblasst er ein bisschen, weil es eben so cremig ist, ist von MAC auch der Paint Pot in Idyllic. Den habe ich nie benutzt, den seht ihr auch gleich, vielleicht ein-, zweimal geswatcht oder so und heute halt ein bisschen benutzt. Das ist so ein richtiger rostroter Farbton, finde ich aber wunderschön unten neben am Wimpernkranz. Ich habe den gestern nämlich in der Hand gehabt und habe mich gefragt, was ich damit machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ich benutze ihn mal heute für unteren Wimpernkranz. Ja. Ja, kommen wir zum letzten Produkt, was ich euch jetzt zeigen kann. Ich habe zwar auch noch eine Mascara, aber ich kann euch die auch kurz zeigen. Ich mag sie schon, sie ist jetzt nicht schlecht, nur das Bürstchen ist mir allzu groß. Lash Explosion heißt die. Und die Bürste ist so. Also ich finde die Bürste ganz okay, aber warte, so. Ich finde sie ganz okay, aber jo. 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 Muss ich mich erst anfreunden, aber ich habe noch so viele Mascaras, die ich benutzen soll. Ja, jetzt geht es um meinen Blush von Make-Up Factory. Das ist die Farbe 10 in Sheer Rose. Oder Nummer 10 in Sheer Rose. So könnt ihr... Oh, die Sonne kommt raus. Was für ein Wunder. Ja, das ist so ein richtig schöner matter, versteht sich. Pinkton. Leider habe ich... Ich habe Creme-Highlighter dann am Schluss noch drüber gemacht. Und da hat das ein bisschen, war das ein bisschen fleckig dann. Ich finde die Farbe aber urschön. Die Farbe ist wirklich wunderschön. So ein richtiger Peach-Ton ist das. Es gibt auch noch so einen braunen Ton in matt, den ich mir unbedingt noch anschauen werde. Also ich glaube, ich werde mal ein bisschen was kaufen von der LE, weil die hat es mir schon ein bisschen andan. Und ich finde die matten Produkte wirklich schön. Ihr seht auch den Auftrag von dem Blush. Das finde ich, da ist es ein bisschen schwer. Vielleicht ist es nur die Farbe, dass das deswegen so schwer ging mit der pinken Farbe. Aber so im Großen und Ganzen finde ich ihn wirklich schön. Also so, vielleicht liegt es auch am Creme-Highlighter. Vielleicht sollte ich das nächste Mal Puder-Highlighter benutzen. Wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall gibt es noch zwei Farben, glaube ich. Oder eine Farbe, die ich mir unbedingt noch anschauen will. Schauen wir mal, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube, Light Coffee ist das und Rosewood, was ich mir unbedingt anschauen will. Weil Pink habe ich genug Rouge. Und die zwei würde ich mir noch gerne anschauen.
Preislich kann ich euch jetzt nichts sagen, wie das circa ist. Ich versuche es noch rauszufinden, bevor das Video online geht, und schreibe euch das dann in die Infobox. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, weil das ist manchmal mein Leiden, dass ich es vergesse. Und ja, ich habe auch einen Nagellack von Makeup Factory drauf. Könnt ihr euch das kurz anschauen. Das ist diese Farbe hier. Diese ist das. Ich glaube, die gibt es aber nicht mehr. Also gesehen habe ich sie jetzt nicht mehr. Ich habe extra nachgeschaut, weil ich die Farbe schön fand. Das ist 435 gewesen. Ich finde die Farbe schön. Sehr schön. Ich stehe auf so rosa, pink, sowas. Ja. Und das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen was anderes ist, weil ich habe sowas, glaube ich, noch nie gemacht. Also ich kenne sowas von mir gar nicht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe es wirklich sehr. Und schreibt mir mal, ob euch die Kollektion jetzt interessiert und ob ihr auch was kaufen würdet. Also ich will auf jeden Fall noch die zwei grünen Lidschatten haben, unbedingt, die muss ich unbedingt haben. Bei den Lippenstiften überlege ich noch, so wie bei den Lipcreams muss ich noch überlegen, weil es gibt eine Farbe, die jetzt mal urantan. Auch bei den Lippenstiften haben wir zwei Farben im Antan und die Rouge möchte ich mir noch anschauen, aber das muss ich mir noch überlegen. Ich habe ja einen Müller-Gutschein und vielleicht benutze ich den. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!